Ich bin der Brücker Michael. Ich baue in Madiswil im Kanton Bern. Wir haben uns vor 2,5 Jahren entschieden, mit einem Melkroboter zu arbeiten. Dazu bewegt hat uns vor allem, weil unsere Melkstangenstörer waren. Es war über 20-jährig und dann haben wir Alternativen gesucht. Je weiter, wir haben verschiedene Systeme geprüft und haben uns am Schluss für einen GA-Melkroboter entschieden. Wir haben eine riesige Arbeitsentlastung durch den Roboter. Sie sind flexibler geworden mit der Einteilung der Stallzeiten. Das heisst, im Sommer können wir am Abend länger arbeiten etc. Der Umgang mit den Tieren ist für uns angenehmer geworden. Du stresst das Tier nicht mehr so viel, indem man sie bei einem Melkstang im Warteraum jagt. Sie können frei zu jeder Zeit selber entscheiden, wenn sie melken. Und sie flüchten nicht mehr vor dir. Im Stall ist das Klima besser geworden, also viel ruhiger und angenehmer. Wir haben uns für einen GA-Roboter Monobox entschieden, weil er sehr kurze Milchwege hat. Man kann Einzelviertel ableiten, einen sehr ruhigen Lauf hat. Trotzdem kann man von Hang eingreifen bei Frischmelchenden, bei Rindli. Es geht sehr eng zum Einmelchen.